Ich reagiere auf meine 9-Monats-Transformation. Let's go mit Thunfisch. Drücken sieht man da schon, ist nicht schlecht, wie dünn da die Arme sind. Meine Hasspose. Und da bin ich dann auch schon ein bisschen mehr gewesen. Boah, die Haut. Oh, das war gottlos. Dieser Schwung hier oben rum. Das ist natürlich ein ganz anderes Level. Einen wunderschönen Hast du gerade ganz anderes Level gesagt, Alter? guten Tag auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Mein Name ist Colin. Ich bin jetzt bummelig seit 9 Monaten am Ballern. Willkommen. Bei mir Coaching nur über Instagram. Und den Markus Rühl Lifestyle. Oh, harte Wahrheit direkt am Anfragen bitte. Anfang vom Video. Und wir gucken uns heute mal an, was sich so getan hat. Deswegen befinde ich mich auch in dieser Reaction-Umgebung. Thunfisch, ganz ehrlich muss ich dir sagen, du hast da eine schöne Beleuchtung und einen schönen Hintergrund. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das hat mir gefallen, habe ich auch letztens schon gesagt, bei deinem Talk-Video. Das ist sehr nice. Ich habe mir mal ein paar Die mit dem Blau und so weiter, das sieht ganz nice aus. Videos rausgesucht, beziehungsweise meine Videohysterie und Historie. Und dann gucken wir mal, was sich so innerhalb von den letzten 9 Monaten getan hat, etwa. Also, ich habe angefangen, erste Injektion war 31.01. Bummelig braucht man das Zeug 4 Wochen, bis es im Körper ankommt. Digga, aber sag mal ehrlich, woher hast du diesen 900 € Recaro-Sitz? Den hast du doch safe abgezogen oder geschenkt bekommen zum Geburtstag von der Oma oder irgendwie sowas. Den hast du doch niemals selber gekauft. Der kostet doch 900. 600 bei Amazon, okay. Da gab's, er ist bequem, ne? Kumpel von mir hat auch. Dafür habe ich leider kein Geld. Und so weiter und so fort. Deswegen 9 Monate ist. Zur Konfirmation gekriegt. Ganz fein. Bevor wir ins Video reinstarten, wir haben aktuell eine wunderschöne 4 für 3 Aktion bei ESN. Heißt, ihr bestellt 4 Produkte, ihr zahlt 3 und Ihr wisst, Freunde, Code William, wenn ihr mit Code Thunfisch bestellt, bekommt ihr Pickel. Was ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, ist der Flavor. Pineapple Mango vom ISOCLEAR ist eine absolute Empfehlung meinerseits. Ich finde den super, super geil. Auch Cherry ist geil, aber der geht aktuell bei mir Cherry bei mir auf Platz 1. Runter wie sonst was. Von daher, wenn ihr ISOCLEAR bestellt, denkt an meine Empfehlung und auch an meinen Rabattcode, weil, wie wir alle wissen, ich brauche eine Eigentumswohnung. Als guter Influencer braucht man eine Eigentumswohnung und eine G-Klasse. Starten wir mal ins Video rein. Und zwar fangen Und ein Führerschein wäre auch angebracht, Thunfisch. Hast du einen Führerschein, Thunfisch? Fangen wir an mit dem Video, Ah, du lässt dich dann fahren mit der G-Klasse, ne? was wir beim Hast du einen Chauffeur? Kevin aufgenommen haben auf dem Kanal. Ich müsste lügen, wenn ich euch sagen kann, wie viel ich da wiege. Übrigens schön Kevins verstörter Blick und meine durchgeschwitzte Boxershorts. Geil. Und das war nach dem Training mit dem Kevin. Das müssten so bummelig 74 Kilo gewesen sein. Also wenn man jetzt mal Spaß beiseite und dann sage ich nicht, das sage ich nicht, weil Thunfisch hier gerade im Chat ist. Wenn man das jetzt sieht, sieht man auf jeden Fall einen ordentlichen Sprung, Alter. Ordentlich Sprung. Und was auch gut ist, hier oben ist mein Name in deiner Suchleiste. Ach so, das sind bestimmt die weiteren Videos, die du dir da rausgesucht hast. Okay, sehr schlau. Okay, weiter geht's. Er soll echt aufhören. Das kann etwa so hinkommen. So um Berlin rum habe ich so 74, 75 Kilo gehabt. Als ich aus Berlin wiederkam, hatte ich ein bisschen weniger. Also ja, kann man sagen. Gut 74 Kilo hatte ich da. Gucken wir uns das einmal an. Da sieht man, wie ich mich. Digga, wie dünn der war, Alter. Wahnsinn. Da hat das Stoffen doch ein bisschen was gebracht, ne? Ja, mein Fett greife. Wir haben im Übrigen ab. Digga, der war ja einfach ein Zahnstocher komplett. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Absichtlich. Was heißt absichtlich? Wir haben dann eine Position Du siehst aus wie ein Kranker. gewählt, in der ich absolut kacke aussehe, ne? Also, ja, okay. Werbung, 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 Werbung. Ich befummel Kevin. Da sieht man, wie zweidimensional ich bin. Das werdet ihr gleich sehen, das hat sich ein bisschen verändert. Und besonders die Arme, die Schultern, das ist alles jetzt viel, viel plastischer, ne? Das war noch zu früh für Stoff, wenn man das so sieht. Ja, aber das ist dann den Thunfisch selbst überlassen. Er hat ja quasi dieses coole Selbstexperiment hier für uns mit völliger Transparenz auf YouTube hingelegt und auch durchgezogen, ne? Muss man ihm lassen. Der ist seiner Linie, der ist treu geblieben, seinem Content. Den macht er bis heute so Schrott, aber den zieht er durch, Alter. Dürfen wir nicht vergessen. Er zieht es durch und er zeigt völlig transparent. Er zeigt seine Pickel, er redet über seine Probleme. Ja, und das muss man den Thunfisch lassen, das macht er gut. Dean, 21113, danke dir fürs Abo. Also um einiges, einiges plastischer. Ich war da absolut in keiner schlechten Form. Klar, wäre da nicht hier mehr drin gewesen, brauchen wir nicht drüber reden. Sagt er auch selbst. Aber ich wollte ballern. Ey, braucht man nichts zu sagen. Ich wollte ballern, ich wollte mehr aussehen, wie ich jetzt aussehe und ja. Und das finde ich total geil. Rücken sieht man da schon, ist nicht schlecht. Da, das sieht man richtig schön, wie dünn da die Arme sind. Da hat sich auf jeden Fall viel getan.
Dann kommen wir mal zum nächsten Video. Übrigens, es gibt heute Inhalte, die habt ihr bis jetzt noch nicht auf YouTube gesehen. Also dranbleiben lohnt sich. So, für 9 Monate plus 4 Kilogramm. Oh, Inhalte, die wir sonst nicht gesehen haben. Ist jetzt hier Andeutung auf deinen kommenden OnlyFans-Kanal oder was, du ein Fisch? Muskeln Formcheck nach 4 Wochen Aufstoff. Den habe ich damals mit einem Chunk zusammen gemacht. Wenn wir hier mal so durchgucken. Danke. Oh, das war ein bisschen laut. Wenn man das jetzt so sieht, da hat sich schon viel vom Volumen her getan. Ich bin einfach voller. Das sieht man auch. Ja, in der Brust. Auch ganz gerne, wenn Leute anfangen zu ballern, die Muskeln neigen dann eher dazu, mehr Kohlenhydrate einzulagern, mehr Wasser einzulagern und du plusterst dich. Ich habe tatsächlich dem Thunfisch gestern ein Bild geschickt. Das war in meiner ersten. Oh, gut, meine ersten Berührungen von der Schattenseite. Schön mit der Bauchtasche. Das war während meiner ersten Kurfreunde. Der junge William, jung, brutal, gut aussehend, lief da natürlich in den kabelgebundenen Kopfhörern. JBG 1 damals, Freunde, ja. Das war meine erste, schön mit der Bauchtasche, mit den Prestos in Rot. Ja, Gold's Gym Stringer in der Elberfelder Kraftfabrik. Mit, guckt euch diesen Boxerschnitt an, ohne Übergang, Alter. Das war doch mal goldene Zeiten, Digga. So, ich habe 10, 12 Kilo zugenommen tatsächlich in meiner ersten Kur und KFA ging runter. Das waren noch goldene Zeiten, Alter. JBG, ich schwör's dir. Ich halt einfach auf, dann hast du noch gar keine Muskeln aufgebaut. Aber du siehst aus, als hättest du Muskeln. Da war die Welt nur in Ordnung, ich schwör's dir, Alter. Das war da ja, Mann, das ist schon auch Wahnsinn. Das ist 10 Jahre her, ne? Aufgebaut. Achtet mal hier auf die Definition im unteren Rücken, wie sich das alles verändert, auf wie viel Fleisch hier im Rücken passiert. Das sieht jetzt alles relativ flach aus. Und dann gucken wir mal, wie sich das verändert. Auch da, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Die komplette Pose hat sich so enorm viel verändert. Besonders in den Beinen. Also ja, das ist auch beschissenes Licht, aber ja, im Nachhinein kann ich auch so ein bisschen euren Hate verstehen. Und zumindest den Hate, den ich abbekommen habe, weil, naja. Bisschen ist gut. Ja, da wäre auf jeden Fall noch einiges drin gewesen. Meine Brust sieht immer sehr, sehr flach. Boah, was ist das denn für ein Wasserschädel da? Flach aus aufgrund von diesen Zipfeln hier. Ich habe ja eine Trichterbrust. Also eine mittlerweile viel verbesserte Trichterbrust, aber immer noch eine Trichterbrust. Die fällt halt hier so ein. Und der pectoralis minor hängt da so unten drunter her. Das ist, ja, optisch einfach nicht geil. Deswegen sehen meine Titten immer flacher aus, als sie eigentlich sind. Und wie wir alle wissen. Freunde, wenn ihr Fragen am Thunfisch habt, knallt die hier in den Chat. Er kann die euch beantworten. Dicke Titten sehen geil aus und eigentlich wollen wir alle dicke Titten, aber irgendwie wieder nichts. Da sieht man, dass sich schon einiges getan hat. Da sieht man auch, wie viel Volumen eigentlich in die Brust gekommen ist. Aber die Trichterbrust ruiniert es halt. Nice. Nice. Da. Die Arme sind auch schon ein bisschen gekommen, aber Arme sind grundsätzlich mal, ja, mein Kryptonit. Was soll ich sagen? Da sieht man jetzt schon, wie viel Akne dazu gekommen ist, richtig? Die sich eigentlich in der Tiefe getan hat, ne? Das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Nur vom Licht. Da auch immer darauf achten, wenn Leute irgendwelche Formchecks auch so posten. Wenn das Licht von oben kommt und nicht so gerade von vorne und so, das macht schon viel aus. Besonders wenn man so geile Spots von oben hat, wo das Licht dann gerade von oben kommt oder so leicht von der Seite oder so. Das sieht dann schon richtig brutal aus. Oh ja, meine Hasspose. Rückendoppelbizeps, also ich. Da kommt halt der Bizeps-Peak nicht so gut zur Geltung, ne? Aber den hat er ja eh nicht so gut, von daher scheiße. Ich gefühlt einfach nur kacke aus. Behalte das mal so ein bisschen im Kopf, wie ich da ausgesehen habe. So, das war's dann auch mit dem Video. Das war vor 9 Monaten. Dann skippen wir mal zu vor 6 Monaten. Habe ich jetzt seitdem keine Formchecks mehr gemacht, so richtig? Auf jeden Fall haben wir mit William auch einen kleinen Formcheck gemacht. Und da bin ich dann auch schon ein bisschen mehr gewesen. Aber achtet mal bitte auf die Haut. Stimmt, die Haut, die da war damals wirklich irre, Alter. Form war damals richtig gut, hat mir gefallen in live, habe ich dem auch Props gegeben. Aber Hautbild war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, richtig gottlos, Alter. Da tat mir das auch schon wirklich richtig leid. Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet und euch stabile Supplements gönnen wollt, dann besucht die Seite esn.com mit dem Rabattcode William. Sichert ihr euch immer den besten Deal, beispielsweise auf das ISO Clear oder einen stabilen Pump Booster. Hier Crank Pump Pro kann ich euch empfehlen. Und wenn ihr was Gutes für eure Gesundheit tun wollt, haben wir auch reichlich Vitamine, wie zum Beispiel Athlete Stack. Also Rabattcode William, esn.com. Vielen Dank für den Support. Weiter geht's mit dem Video. Da. Das Licht ist natürlich absolut brutal. Bisschen überbelichtet, klar.
voll überbelichtet. Ja, aber das Licht ist absolut brutal. Wer im Sonnenlicht nicht gut aussieht, der hat gar keine Muskeln. Also wirklich nicht. Und ich sehe kacke aus. Okay. Das sieht man auch so ein bisschen, weil ich so unfassbar weiß bin. Ich werde halt im Sommer auch unter der Sonnenbank und so. Ich werde nicht braun. Du bist einfach rot. Hast du gerade MT2 drin, Alter? Du hast, oder ist das einfach nur deine geile Beleuchtung da unten? Weil du siehst, gerade sieht der Thunfisch unten in dem Reaktorfenster, sieht er ganz fresh aus, Alter. Auch von der Hautfarbe. Die werden maximal dunkelweiß. Aber da hat sich auch Beleuchtung, okay. Schon viel vom Volumen her getan. Hier sieht man es auch besser. Von den Adern auf der Brust und so, das ist. Oh, die Haut, Digga. Oh. Mir ist echt. Ja, ja. Mir ist es kotzen gekommen. Wie konnte ich damit rumlaufen? Aua, aber vom Volumen her sieht doch schon ein bisschen was getan. Die Arme sind auch ein bisschen besser geworden. Nicht viel, aber besser. Und das ist das, was William auch da meint. Der Schultergürtel oben, der ist halt wirklich gut geworden. Meine Schultern waren nie kacke, aber das ist auch so klassischer Stoffer-Look. So, Leute, die eigentlich gut auf Stoff anspringen, da passiert das hier oben immer. Stoff wie... Immer diese Trenn-Testo-Schultern, die kennen wir doch alle. Von oben nach unten abfallend. Heißt, oben werdet ihr meistens eher breiter als nach unten hin. Hat was mit Androgenrezeptoren zu tun. Deswegen bekommen die Stoffe auch immer so einen Nacken und so runde Schultern und so und auch so eine volle obere Brust. Das gibt einen anderen Look. Und da sieht man das sehr, sehr stark, wie der Stoff da in die Schultern geknallt hat. Übrigens, aktuell injiziere ich in die Schultern. Mit Insulinnadeln, das funktioniert hervorragend. Wenn so ein kleiner Spacke nach 2 Jahren meint, der kann schon Bodybuilding oder Fit. Hör mal, hör auf, den Leuten hier Tipps zu geben, Thunfisch. Wie und wo du injizierst, Alter. Das erklären. Ja. Genauso, wenn einer 2 Jahre in die Schule geht und mit dem Professor erzähle, wie Physik funktioniert. Richtig. Oh, die Haut. Oh, das war gottlos. Das war richtig gottlos, die Haut. Aua. Das ist. Tut ja schon weh beim Zugucken. Aua, aua. Immer noch keine Waden habe ich da. Aua. Ja, das sind schon die Arme ein bisschen besser geworden, aber auch das ist überbelichtet. Aber guck mal, die Streifen, ne? Wahnsinn. Fehlt halt Fleisch, ne? Guck mal hier, Alter. Das ist krass. Hier links sieht man es richtig gut. Hier, das sieht schon... Thunfisch, du musst mehr essen, Alter. Das will ich nicht sehen. Das will ich nur sehen, wenn du auf Diät bist. Das können wir noch nicht sehen, wenn du im Aufbau bist, hier diese Streifen. Das ist gemeingefährlich. Das macht man nicht. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel ich... Thunfisch muss nicht auspressen. Er macht einen Formcheck und dann pressen die sich von alleine aus, die Dinger. ...da gewogen hat. 81, 82. Das ist nicht so viel Unterschied zu jetzt. Aber Gewicht und wie man bei dem Gewicht aussieht, sind immer zwei verschiedene Sachen. Ihr werdet es gleich sehen. Ich bin jetzt aktuell nicht so großartig viel schwerer. Obwohl es gerade so stetig nach oben geht. Ich habe so aktuell 84, 85 Kilo. So. Thunfisch, du musst minimal deine Lampe hier ein bisschen dimmen, damit du nicht hier blau bist in der Fresse. Damit musste ich auch immer rumspielen. Ich habe es jetzt herausgefunden, die perfekte Optik. So, es geht stetig nach oben so. Keine Ahnung, ich baue aktuell so Kilo pro Monat auf, vielleicht 2. So, ich stand jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr auf der Waage. Ich track aktuell mein Essen und ignoriere die Waage absichtlich, damit ich mir keinen Stress mache. Dann siehst du halt aus wie ein Lean Bulker, ne? Aber du wirst ja nie ein Bodybuilder werden. Also Streifen sind überall da. Das ist auch eine geile Pose, besonders wenn die Adern so rauskommen und so. Das gefällt mir schon gut. Absolut gar keine Beine, weil ich sie auch nicht durchdrücke und so. Und besonders, weil ich halt relativ breites Schlüsselbein habe und so, da brauchst du viel Beine, damit das geil aussieht, so. Aber ich arbeite dran. Gleich geht's ins Beintraining, dann nehme ich euch auch mit. Dann gehen wir jetzt mal in aktuelles Material rein. Merkt euch das, das ist ähnliches Licht. Das ist jetzt aktuell, ja? Wie das, was jetzt kommt. Das sieht man schon schön Schultern runter geworden und so, aber ja. Ich habe halt immer noch nicht genug gegessen. Und bei mir ist halt wirklich Essen nicht das Problem, dass ich es auch nicht reinbekomme, sondern die Konstante. Aber da kann ich nochmal in einem anderen Video drauf eingehen. Warum? Du sollst nicht drauf eingehen, Thunfisch. Du sollst einfach fressen, Mensch. Ich bin inkonstant mit dem Essen. Long story short. Machen wir das einfach jetzt. Long story short, mir schlagen viele Sachen einfach auf den Magen. Insbesondere halt Stress und sonst was so. Okay. Und dann vernachlässige ich das und dann kann ich auch... Ist bei mir tatsächlich auch, wenn ich unter Stress stehe oder unter Dauerstrom so, da, ich kenne das, es fuckt einfach ab. Dann clean zu essen, dann bekommt man manchmal gar nichts rein, hat keinen Appetit oder will einfach... sich was Schnelles reinpfeifen, das kenne ich definitiv.
Aber dennoch bin ich da meistens konstant geblieben, bis auf meinen Umzug letztes Jahr. Da habe ich komplett reingeschissen, 2 Monate. Ich hatte keine Küche, Umzugskartons, überall dies, das. Ich habe jeden Tag Lieferando bestellt. Das war scheiße, weil auch wegen Stress. Könnte man auch anders gestalten, da habe ich aber nicht durchgezogen. Aber sonst habe ich immer, selbst wenn Stress am Start war, habe ich versucht, das Ganze irgendwie zu packen. Ne? Eigentlich nicht essen, aber an guten Tagen bekomme ich dann wieder mein Essen rein und so. Und wenn man dann halt so 4, 5 Tage pro Woche hat, wo alles hervorragend läuft und dann so 2 Tage, wo es halt kacke läuft, weil, ne, wie Stress und sonst was gerade im Haus steht, dann sieht man halt so aus, wie ich, obwohl man ballert. Das war ehrlich gesagt keine Sau interessiert. Und dann gehen wir jetzt mein unveröffentlichtes Material rein. So, Bub, zieh dich aus. Und achtet mal hier drauf. Ich hoffe, man erkennt das im Video. Da sind auch schon ein paar Äderchen vorhanden. Und der Let's Play von vorne. Besonders die Beine sind da gut gekommen. Der Schwung ist... Silema 123 abonniert. Ich danke dir, mein Lieber. ...besser geworden. Auch dieser Cut unter der Brust gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Beine kommen gut, Alter. Sehr gut. Aber man erkennt weiterhin die Schwächen. Arme sind halt weiterhin zu dünn. Die passen irgendwie nicht ins Bild rein. Man könnte meinen, ich bin Mens Physikathlet. Das wird wirklich so sein, wenn du deinen Bizeps trainiert hast, dass du eigentlich nicht mehr an dein Ohr kommst. Aber richtig. Aber besonders, weil ich jetzt hier mein Fleisch auf dem Adduktor habe, kann ich mich breiter hinstellen und kann mehr diesen Schwung hier nach außen hin zum Tragen bringen. Und ich stehe auch einen ganzen Ticken besser. Im Übrigen, das ist absolut anabodes Licht. Ne? Also so gut, wie ich da aussehe, sehe ich sonst halt in keinem anderen Licht aus. Real Life ist immer noch mal was anderes. Es gibt Leute, die in Real Life noch mal 10-mal krasser aussehen als in egal welchem Licht und egal wie auf Instagram. Tim Budesheim ist ich auch zum Beispiel so ein Beispiel. Der Typ sieht unfassbar aus, wenn du neben den stehst. Der ist so ein Brecher in echt. Und auf YouTube-Videos denkst du so, ja, der ist halt breit. So, das ist so der Unterschied. Das sind so kleine Disco-Schwulis, die nur trainieren, damit sie eine Ader auf dem Arm haben. Weil sonst keiner ins Bett kommt. Disco-Schwulis, Alter. Und jetzt hier, Mensphysik-Pose. Ich denke mal, wenn ich in einem Wettkampf starte, dann halt wirklich auch Mensphysik. Einfach, guckt euch das an. Die ja, das passt voll zu Mensphysik. Linien gibt's her. So. Die Linie passt voll dafür. Was sagt ihr, Freunde? Das ist halt so der Punkt, die Linie gibt's her. Und warum das da nicht mitnehmen? Besonders, weil meine Arme halt einfach noch zu schwach sind. Und selbst wenn ich meine Arme noch viel verbessert bekomme, selbst im Jahr werden die mit Sicherheit nicht auf dem Level, wo ich sie bräuchte für die Classic. Es ist einfach so. Egal wie viele Curls ich mache. Und dann muss man halt mit dem arbeiten, was man hat. Ne? Wenn die Genetik sagt, mach Mensphysik, dann ziehst du halt eine Badehose an. Die seitlichen Posen gefallen mir nicht so gut wie die frontalen. Digga, Rücken ist echt gut gekommen, Mann. Hier, der Lat-Ansatz hier. Schön fleischig geworden, hier schön rund. Das gefällt mir. Auch das, was du vorhin gesagt hast, Thunfisch, hier mit den Schultern. Schön der Schultergürtel hier mit den beiden Kanonenkugeln seitlich. Das sieht echt gut aus, gefällt mir auf jeden Fall. Und jetzt achtet mal hier auf die Tiefe, die hier drin ist. Das ist relativ aktuell. Es ist immer noch scheiße, aber es ist auf jeden Fall gut aufgebaut, Thunfisch. Definitiv. Haut ist auch gut geworden, das stimmt. Hat was damit auch, glaube ich, zu tun, er hat sein Badewandtesto gewechselt. Das Material ist das vorletzte Video, das drittletzte Video, irgendwie so. Die Tiefe im Rücken ist natürlich viel besser geworden. Auch dieser Schwung hier oben rum, das ist natürlich ein ganz anderes Level. Klar, die Schultern überstechen das alles, wie dick die hintere Schulter ist. Da hat sich schon einiges getan. Mein Rücken ist und bleibt einfach im Verhältnis zum Rest zu gut. Eigentlich dürfte ich gar keinen Rücken mehr trainieren. Das ist übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Im Verhältnis zum Rest ist der zu strong. Das ist ja absoluter Scheißdreck. Das ist schon was ganz anderes, als wie ich Nettie aussah. Ihr seht das? Müll. Ihr seht das? Ja, ist schon ein mieser Unterschied, Alter. 4 Wochen auf Stoff, 9 Monate auf Stoff. 4 Wochen auf Stoff, 9... Jetzt stellt mal vor, 9 Jahre auf Stoff. 9 Monate auf Stoff. 4 Wochen auf Stoff, 9 Monate auf Stoff. Man merkt's. Hoffentlich. So, jetzt komme ich in den Schatten und sehe ich wieder aus wie ein Kacklappen. Und da sieht man auch, dass die Haut um einiges besser geworden ist, weil ich jetzt Easy Tritonin nehme und auch immer noch durchnehme. Halten wir das Video kurz, machen wir hier einen Cut. Lieber viele kleine Videos bringen als ein langes, weil wir alle wissen, kürzer ist immer länger als besser. Kürzer richtig. Ist immer länger als besser. Ich mache damit T-Shirts. Kürzer ist immer länger als besser. So viel Dummheit, wie in der Menschheit frei rumläuft, ist echt fast... Junge, was ist das denn hier bitte wieder für ein Bild? Das habe ich heute auch gesehen auf Instagram.
Einfach legendär, Alter. Faszinierend. Von daher, ist das nicht der Athlet von Stefan Kienzel? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen Heidenspaß bei dem Video. Und ihr guckt auch gerne... jetzt habe ich es aber. Ihr guckt euch auch gerne die nächsten YouTube-Videos an. Vergesst die Aktion bei ESN nicht. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich verpiss mich jetzt ins Beintraining. Tschüss, Thunfisch, mein Lieber. Geil, Alter. Ja, ist der. Ja, habe ich direkt erkannt, dass der das sein soll. Also, Freunde, wenn man das jetzt so betrachtet, ne, egal wie viel Hate der junge Mann abbekommt für seinen Stoffkonsum, den er zu früh angefangen hat, hat er auf jeden Fall ordentlich Fleisch draufgepackt und vor allem Lean draufgepackt, ohne Fett, ohne Wasser. Nicht wie der ein oder andere McFit-Disco-Pumper, der dann nach 9 Monaten Stoff eigentlich nur noch aus noch mehr Fett und noch mehr Wasser besteht als vorher. Also, Hut ab an Thunfisch. Ja, das muss man ihm lassen, hat er definitiv gut gemacht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.